So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus. Wir sind wieder da in unserer Stadt. Lang ist's her. Nein, ist nicht lang her. Und ich habe so ein paar Ideen gerade gehabt. Wir müssen hier hinten irgendwann sehr viele Arbeiter hinkriegen und der Schienenverkehr ist nicht doppelseitig. Hier könnte ich vorbeigehen, das wäre kein Problem, während er da drin steht. Wobei das hier schon eng wird mit Signalen. Das heißt, das müssen wir vielleicht nochmal abreißen, von hier abgehen. Habe ich nicht dran gedacht an die Zuglänge. Ist vielleicht etwas, was wir beim nächsten Mal vorsehen müssen. Ich finde auch die kleinen Bahnhöfe total misleading an der Stelle. Man denkt natürlich, ey, das geht, aber man vergisst natürlich, dass die Waggons da gar nicht rankommen. Ja, und deswegen war meine Idee, das hier nochmal komplett zu überdenken, so wie es ist, das vielleicht hier ankommen zu lassen, jetzt wo wir wissen, dass die Straße so bleibt, dass wir das hier wegreißen, hier unten ankommen lassen, hier an der Stelle, das länger machen und hier an der Seite einen zweiten Tunnel planen oder einen Tunnelplan, wo man auch einen zweiten Tunnel planen könnte. Problem wird halt auf der Seite. Also das muss nochmal weg. Und eigentlich dachte ich nämlich gerade... So, gehen wir hier runter. Und dann gehen wir hier halt quasi an die Stelle mit hoch. Ich finde es halt schade, dass man einfach nicht im Tunnel eine Weiche haben kann. Das ist... super blöd. Ich weiß nicht, ob es das im Workshop gibt. Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Das wäre aber super hilfreich, nicht? Aber quasi, dass man dann hier sowas hat. Das kriegt man sogar noch besser hin, glaube ich. Falls die Züge doch irgendwann länger wären. Das geht? Ah, ach so, weil das eine Brücke ist, ja. Das ist gut. Dann sieht das aus wie ein Bauwerk. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Und hier vielleicht auf der Höhe ankommen. Das ist halt das Problem, nicht? Wir haben die Schienen geplant, bevor wir wussten, wie das hier werden wird. Jetzt wissen wir es. Jetzt ist es irgendwie blöd. Ich glaube, der hier ist ganz okay geworden. Aber der da nicht. Der ist irgendwie schräg. Den können wir nochmal machen. Es ist ja auch erstmal nur ein Gedankenspiel, nicht? Solange wir nicht anschließen, wird er auch nicht existieren. Aber grundsätzlich könnte dann hier einen Zug halten, nicht? Und man könnte doppelt drauf fahren. Man könnte aber auch parallel einfach komplett, wenn man das hier ein bisschen umbaut, zwei Tunnel natürlich machen. Dann müsste man den einen nicht abziehen. Auch eine Option. Durchaus auch eine Option, dass man dann sagt, wir haben einfach komplett doppelseitigen Betrieb. Wäre auch eine Option. Ich meine, wenn wir, ob wir nun ein oder zwei Tunnel ziehen, das ist dann auch Wurst, oder? Gibt uns auch nicht mehr Spielraum für später. Also. Eigentlich ist es egal. Na?
Warte mal, ich mach mal den Undodge-Modus aus. Wir wollen ja da drüben hin. So. Dann wäre nur die Frage, wie man das hier neu macht. Und die Stelle neu macht. Dann muss man den anderen Tunnel gar nicht abreißen. Boah, dieses Geklingel. Weil dann bräuchte ich aber auch hier gar keine Ausweichstrecke theoretisch. Weil die ja eh auf der Seite komplett fahren können. Das heißt, ich müsste hier ja auch gar nicht mehr hochkommen. Andererseits, vielleicht wollen wir von hier irgendwo mal abgehen. Und dann ist gut, dass wir oben sind. Also das oben sein lasse ich mal. Aber die Parallele, die bräuchten wir erstmal nicht. So, dann wäre nur das Interessante, wie man das hier aneinander kriegt. Man bräuchte ja dann... Ja gut. Die Ausweichdings kann dann weg, ja. Kann man da zu dritt abgehen? Ja, das lässt er nicht zu. Aber die Brücke würde ich nämlich dann nicht neu bauen wollen. Weil das wäre das Problem. Ups. Falsches Ding. Ach, ich glaube, weil da das Signal ist. Kann das sein? Nee. Das würde gehen. Ich hoffe, das würde nicht im Prellbock enden. Nee, sieht gut aus. Dann würden jetzt aber die Baufahrzeuge bis hierhin immer tingeln, um das zu bauen. Das ist schlecht. Weil die würden dann den Verkehr natürlich blockieren. Dann kriege ich kein Signal hin. Ich meine, der Tunnel, wir haben eine Tunnelbohrmaschine. Grundsätzlich wäre das also kein Thema. Die einzige blöde Stelle ist die hier, weil da kommen wir nicht ran. Weil die Brücke, wir haben uns hier kein Stück übrig gelassen. Das dürfen wir nicht mehr machen später. Ich dachte gerade, warum fährt der Zug im Tunnel? Aber das ist ja nicht unser neu geplanter. Würde ich ja schon gut finden. Und hier könnte man sogar so ein Dreieck hier, man könnte das Feld zum Beispiel nach da noch setzen, dann könnte man hier sogar durch mit dem Zug. Wobei man ja eher von hier kommen würde. Aber erstmal haben. Wollen wir das nicht auf der Seite auch gemacht haben? Weiß ich nicht. Wollen wir hier so einen Bogen drin haben? Wir können auch erstmal den bauen. Dann den anderen abreißen. Aber trotzdem muss währenddessen ja ein Zug fahren. Das ist so das Problem. Sonst haben wir keinen Treibstoff mehr ganz schnell. Ich meine, ist jetzt schon kritisch, was hier am Menschen nur hingeliefert wird. Manchmal reicht's, manchmal nicht. Um die 150. Okay. Wir brauchen noch Forschung. Wo ist die sogenannte Forschung? Hier. Fortgeschrittene Hotelstandards. Klingt gut, die erforschen wir. Und wir brauchen mehr Baumaterial. Das, damit wir mehr intern in der Stadt machen können. Was wir am meisten verbrauchen, ist hingegen Chemie. Eine Chemieanlage braucht Kies, haben wir Holz, Öl hätten wir, Pflanzen, Wasser. Das heißt, grundsätzlich wäre die
hier am besten angesiedelt, hier hinter. Weil da hätten wir Öl, hier hätten wir Wasser, hier würden wir Bauernhöfe machen für Pflanzen. Holz müssten wir hierhin liefern. Gut, aber Holzindustrie kann man grundsätzlich überall aufbauen. Hier kommen ja Arbeiter an. Vielleicht macht man hier auch eine Holzindustrie zwischen den Feldern. Da fährt aber ein Zug durch. Gut, ihr könnt auch unten drunter fahren. Vorgesehen war sie hier. In diesem kleinen Eck, weil hier nichts ist. Da hinten an der Grenze. Deswegen sind hier auch ein paar mehr Bäume. Okay, aber wir gucken mal. Wir fangen mal mit Baumaterialien an. Bevor wir jetzt andere Sachen machen, dann haben wir die Grundlagen, dann können wir immer noch die ganzen anderen Fabriken planen. So, Zement wird aus Kohle und Kies hergestellt. Hey, lustigerweise haben wir hier Kohle und Kies. Jetzt ist so das Problem, der Kies kommt hier zwar raus, hat aber keinen Zuganschluss. Wir wollten hier eh einen Hafen planen. Oh, das wird jetzt wieder. Das wird wieder viel. Schiffsanleger, Passagier. Nein. Hafen für Flüssiggüter, Hafen für Schüttgut. Ja, Schüttgut brauchen wir erstmal. Entladen, beladen. Was heißt denn entladen oder beladen? Die Züge? Nee, die Schiffe wahrscheinlich nicht. Das ist also ein Hafen für Schüttgut-Beladung. Das heißt, leere Schiffe werden beladen. Mit Kohle und Kohlenerz. Wir wollen hier nichts importieren. Das ist ja Quatsch. Wir wollen exportieren. Na, hier wird schwierig. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt den Dings benutze. Den. Na, die. Geländemodifikatoren, jetzt habe ich's. Dann haben wir ja das Problem, dass die Bounding Box von der Karte kaputt geht. Okay, aber wir wollen ihn ja nicht bauen. Ich will ihn nur vorsehen. Der wäre also erstmal da. Das heißt, irgendwie muss da drüben Kies ankommen. Aber auch Kohle. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein rücklaufendes Ding, ein nach vorne laufendes Ding wieder. Und andererseits brauchen wir auch noch Schienen. Okay. Jetzt Schüttgutbeladung für Schienen. Flüssigkeiten, Zugschüttgutbeladung. Brauchen wir eine Entladung? Nein, wir brauchen nur die Beladung. Was ist der Unterschied? Der sieht so aus. Ich finde die Originalsachen irgendwie schöner als die neuen. Das ist doch irgendwie kacke so. Das sieht so winzig aus. Das ist schon besser. Ah, 32 Meter, 123, 100. Das ist also der Unterschied. Gut, aber wir brauchen ja eigentlich nur ein kleines Ding, was hier mit rankommt. So, die Schienen müssen dahinter laufen. Wir könnten natürlich die Kohle, die nach vorne läuft, hier mit anschließen. Und das Kies, was nach hinten läuft, auch hier mit anschließen lassen. Dann hätten wir eine Fliege mit einer Klappe nehmen. Wie sagt man? Ihr wisst. Wer weiß, der weiß. Hier, falls wir irgendwas anschließen wollen, wäre vielleicht nicht so clever. Aber andererseits, was will ich da anschließen? Ich würde es eher woanders hinbauen dann. Vielleicht noch einen Kohleeingang, aber was bauen die mit Kohle? Nee, wir würden den neu bauen.
So. Bisschen Abstand ist okay. Jetzt müssen wir den Kies hier rauskommen lassen. Das heißt, hier brauchen wir eine Überfahrt. Für Züge bei Schüttgut. Das wärst du. Und wir brauchen einen Zweier. Das hier. Und eine Straße. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Schüttgut kommt von hinten und geht nach oben. Und das vielleicht, man weiß nicht, auf der Höhe. Und geht auch nach da vorne. Ja, das ist nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, wie wir das mit den Schienen hier machen. Entweder gehen wir von der mit ab, da haben wir eine Brücke bis vorne. Ja, das habe ich nicht zu Ende gedacht, kann das sein? Ich wollte von hier eigentlich rüber später. Nach da hinten. Ich wollte jetzt hier nach vorne und da ran. Aber man könnte natürlich auch vorne rum. Ja, Dreier-Dinger gehen immer nicht. Zu scharfe Kurve. Können wir hier nicht einfach so gerade ran? Was gerade Kurve? Scharfe Kurve. Warum ist das auch so krumm und schief? Was habe ich mir hier eigentlich gedacht? Manchmal weiß ich auch nicht. Wäre das mit dem Abreißen nicht so scheiße, würde ich das alles nochmal abreißen. Aber wir spielen ja im realistischen Modus. Da ist es, wie es ist. Vielleicht nutzen wir einfach die natürliche Krümmung, um hier rumzukommen oder so. Ich meine, beim Lager brauche ich jetzt nicht mehr als das. Ich weiß auch nicht, ob wir ein Zugdistributionsbüro brauchen. So, mit der zweiten Schiene würde ich sagen, gehen wir hier vorbei. Falls wir anders nach hinten fahren wollen. Hat der Hafen... Okay, der braucht ja keine Schienenanbindung. Alles gut. Dann die Schüttgutsachen planen. Falls da irgendein Problem ist. Hier müssten wir noch rüber mit einer Straße irgendwo. Ich meine, wir könnten einfach so mit rüber, oder? Wir können auch einfach sagen, hier rüber. Dass das Enge hier immer so blöd wird. So. Und ja, da gehen wir auch einfach so rüber. Was sollen wir sonst machen? Hier sind anscheinend Höhenunterschiede schon. Das ist natürlich ungünstig. Wenn es klappen würde, dann könnten wir das angleichen aneinander. Aber können wir nicht. Entweder weil es für dich dran ist. Oder weil es zu steil ist. Wir können mal gucken. Oh, da ist zu steil, die Stelle hier.
Wir sind hier schon mitten im Felsen drin. Na gut, haben wir damit auch noch mal ein bisschen Spaß mit. Gleich, wenn wir versuchen, das so ein bisschen mit dem Ding zu machen. Na, da ist er zu dicht an der Schiene dran. Na, weiß nicht, ob ich es so schlimmer oder besser mache. Oh. Wenn ich es von da ziehe, kommt nämlich nochmal gelb. Ich glaube, dann wird es eher schlimmer. Vielleicht reicht das ja auch schon. Reicht natürlich nicht. Ist hier allerdings schon. Okay, manuell gebaut geht's. Aber hier wird's kritisch. Oh, hier wird's kritisch. Ich glaube, da müssen wir andere Wege finden. Ich glaube, hier müssen wir andere Wege finden. Ich glaube, er erhöht es einfach die ganze Zeit, ja. So wird's besser. Okay. Oh. Was würde er akzeptieren? Das aber nicht. Sehr interessant. Er geht auch direkt auf Rot. Komm nicht mal über dieses Stück hier. Warum auch immer. Das geht. Das geht wieder nicht. Ich will halt diese Bautools nicht unbedingt nutzen. Ich glaube, ohne die wird es halt echt schwierig. Man kommt natürlich voran, aber schön ist anders. Ich weiß auch nicht, ob wir hierhin überhaupt eine Straße bräuchten. Meine Feuerwehr würde hier eh nicht hinschaffen. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt noch die Schiene daneben. Das würde natürlich nicht mehr gehen. Ist das gleiche Thema. Einzeln gesetzt geht's, aber aus einem Block geht's nicht. Der geht mir zu steil hier. Ich glaube, die Stelle, da haben wir schon verloren.
Geht mir hier zu dicht dran. Das aus einem Guss wäre natürlich irgendwie noch besser. Wenn wir halt sagen, hier starten. Und dann da rangehen. Weiß nicht, was ihn da stört. Dass er da so einen krassen Bogen machen möchte. Zu krasse Steigung. Ein bisschen Magie bräuchten wir hier. Oder ich versuche das mit den Bautools doch nochmal. Aber wenn die dann nicht gehen, dann müssen wir wieder laden und das dauert auch ewig. Okay. Weiß nicht, wenn ich das so baue, ob er das dann zulassen würde. Oder ob das dann einfach am Ende verkehrt aussieht. Weil ich will nicht, dass die Schiene da drunter ist. Ich meine, die hier muss auch irgendwie wieder ran. Und am besten parallel. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber erstmal okay. Das heißt, wir könnten hier Schüttgut auf Züge beladen und das irgendwo hin transportieren. Wenn wir denn wollen würden. Wir könnten es auch zur Grenze bringen, wenn wir noch keinen Hafen haben. Wir könnten es später aber auch zum Hafen bringen. Machen wir beim Hafen Baustopp. Den wollen wir auf jeden Fall nicht bauen gerade. Das heißt, wir brauchen auch die Straße nicht. Von hier könnten wir noch einen Anschluss direkt ins Depot machen. Das wäre gar nicht doof vielleicht. Fände ich gut. Falls was ist von der Seite, können wir auch ins Depot fahren. Dann müssen wir nicht erst hier runter und dahin. Dann mit dem Betanken, die würden da vorbeikommen. Das heißt, hier hinten wäre vielleicht auch nochmal ein Tanken sinnvoll. Wobei, da vorne ist ja die Tanke, die zweite. Also das sollten die Züge schon schaffen, nach da oder nach da kommen. Die müssen eh in eine von beide Richtungen. Das heißt, die kommen so oder so an der Tankstelle vorbei. Dann das Schüttgut. Da würde ich... Oh, da ist schon eine Straße jetzt. Das ist blöd, weil sonst hätte ich natürlich einfach die Überfahrt hier hingebaut. So nämlich. Das wäre auf jeden Fall die sauberste Lösung. Müssen wir kurz die Straße wegreißen, dann könnten wir die neu setzen. Wir können aber auch versuchen, quick and dirty mit dem hier zu arbeiten. Und uns dann irgendwann zu ärgern, dass wir das gemacht haben. Und wir gehen von hier nicht ab. Hier muss ein Verteiler hin. Oder, warte mal. Wollen wir da verteilen lassen? Oder hier hinter? Ich würde schon sagen, eher auf der Seite. Hier die Verteiler zu bauen, das wird scheiße. Ja, dann wäre gut, wenn du ein Verteiler wirst. Das heißt, einer
zu vielen, das bist du. Ja. Und dann geht das Zeug hier hoch, da rein und gut ist. So, die kriegen auch noch eine Straßenanbindung. Dann könnten wir das Zeug theoretisch später bis zum Hafen liefern lassen. So, wo muss es denn hier hin beim Zug? Auf die Seite, haben wir gesagt. Und dann ist der Verteiler hier vielleicht blöd. Hier ist auch der Eingang für die Kohle. Vielleicht lassen wir die Kohle auf der Seite hier hinkommen. Und auf der Seite gehen wir ab damit. Hier ist ja eine Straße, das ist okay. Das heißt, der kommt hier rein und würde hier mit ranfließen. Das ist gut. Dann müssen wir nur immer mal wieder so eine Dinger setzen, die irgendwie an eine Straße kommen. Dann setze ich den lieber hier, weil hier könnten wir den mit einer Straße verbinden. Hier könnten wir mit der Straße verbinden. Jetzt stört wieder der Weg. Und wir brauchen ja nur für jede Richtung eins, nicht? Der macht das schon irgendwie automatisch, hoffentlich. Wenn nicht, sind wir eh im Arsch. Dann haben wir es verbockt, so oder so. Den da wollte ich eigentlich nur. Warum gehst du da nicht ran? Weil... Okay, dann müssen wir den nochmal neu bauen. Okay, vielleicht den... mehrere Eingänge zu einem. Vielleicht geht das eher... eher so vielleicht... Dann geht das nämlich besser über die Straße und wir hätten da noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier Kies würde rauskommen und könnte auch mit hier drüben reinkommen. So, wir machen das mal ganz nach außen. Das bauen wir natürlich nicht, aber wir sehen es vor. Wobei eigentlich die Frage ist, warum wir es nicht bauen. Hier haben wir die Straße. Das Stück kann noch weg. Die Straße ist nach hier drüben ran. Der ist hier drüben dran. Jetzt kriegen wir das hier. Ja, dann sieht es nicht ganz so abgehackt aus, sondern eher aus einem Guss. Die Frage ist, ob die einen eigenen Autobahnanschluss kriegen, weil eigentlich wäre es ja nicht verkehrt. Bevor ich das jetzt hier nämlich baue... Aber wir machen eigentlich nichts mehr mit Autos hier hinten. Züge und Schiffe. Warum sollte ich also irgendwas mit Autos vorsehen? Die beiden Dinger sind defekt. Ihr seid wie alt? 23 Jahre. Abnutzung 100%. Warum werden die nicht automatisch ersetzt? Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Automatische Ersetzung ist aktiv. Neukauf. Abnutzung 90%. Wir gucken. Abnutzung 100%. Aha. Fahrzeugalter 12 Jahre. Fahrzeugalter 23 Jahre. Sortier nach Fahrzeuganzahl. Auf Schrottplatz schicken.
Die wollten ganz kurz eigentlich ersetzt werden. Das ist ein Problem. Wenn der automatische Modus die nicht automatisch ersetzt. Ist das blöd. Wir schaufeln halt manchmal. Okay. Bevor die Helis hier aber zu viele Ressourcen hinliefern. Ich meine, zur Not binden wir die bis hierhin an. Das sollte ja auch reichen. Und wenn nicht, dann müssen wir das halt umbauen, dieses kleine Stück. Apropos das kleine Stück. Das würde fehlen. Das wollen wir aber nicht bauen. Doch, das wollen wir bauen und das wollen wir bauen. Weil wir von hier ja in die andere Richtung weg wollen. Hier ist nochmal ein Verteiler. Mehrere. Einer kommt rein. Zack. Hier ist halt die Frage, wie kommen wir hier rüber? Das wird nämlich die, glaube ich, das größte Problem. Das hier ist kein Problem. Aber dann hier rüber ran wird ein Problem. Ich glaube, wir müssen erst anfangen mit dem hier. Dass wir den vielleicht hier irgendwie hinbekommen. Und den irgendwie anbinden. Weil wenn wir den auch schon nicht kriegen, dann schaffen wir es da generell nicht rüber. Ah, dann können die doofen Dinger da nicht stehen. Hier könnten wir ran. Ich glaube, da können... Das ist so eng für die... Dings. Da könnten wir rüber. Machen wir es so, oder? Dann brauchen wir hier... hier den einen zu mehreren. Vielleicht reicht das ja schon. Ja, guck mal. Machen wir es einfach komplett so. Eigentlich wollte ich das halt auf der Seite aber langlaufen lassen. Wäre schon irgendwie cool. Wenn das gehen würde. So geht's. Da bräuchte man jetzt so eine Ecke. Warte mal, wir brauchen einen, der hinten reingeht und rechts raus. Bist du das? Ja, dich hier bräuchten wir. Okay, das heißt, Kies könnte jetzt da reinlaufen. Warte mal. Ich muss den hier nochmal kurz wegnehmen. Nicht, dass ich gerade zweimal in die gleiche Richtung laufe. Nee, genau. Der kommt hier rein. Und der geht hier ab. Alles klar. Und jetzt bringen wir die beide auf die Seite irgendwie zusammen. Ah ja, wir können ja auch von dem abgehen. Oh, noch besser. Stimmt. Ich frage jetzt, wo wollen wir hier hinten ankommen? Achso, an sich bräuchte ich die Kohle ja gar nicht nach vorne. Na gut, egal was wir nachher über die Schüttgutsachen nach vorne bringen. Wir wollen die Kohle sollte bis zum Hafen.
Ja, das ist es nicht. Die Kohle geht ja gar nicht bis hierhin, weil die ja schon da in den Zug geht. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Das heißt, hier wollen wir aber einfach so ganz normal lang gehen. Das heißt, den irgendwie in die Richtung und mit dir irgendwie in die Richtung. So, dann laufen die nebeneinander. Dann können wir das splitten, wo wir splitten wollen. Ihr kriegt die Kohle rein, da kommt Kohle rein. Da ist noch ein Ausgang. Die haben nämlich keinen Ausgang. Das heißt, wir müssen da hinten ran. Das habe ich natürlich ungünstig im, ja, im positiven Fall formuliert gesetzt. So, und hier wird spannend. Falls wir jemals mit den Zügen hier durch wollen, sehe ich lieber hier ein Dreier-Ding vor. Three Rail. So. Auch wenn wir es vielleicht nicht machen, besser so als andersrum. Dann wollten wir hier hinten beim Tanken irgendwie rüber. Da hatten wir, das hatten wir schon hinbekommen. Irgendwas mussten wir dafür noch machen. Ich glaube, die Wege nochmal abreißen. Das können wir durchaus vorsehen. Das ist nicht weiter relevant. Wir haben genug Kohle. Wir können die Wege kurz mal weg. Das können wir auch wieder zum Bauen freigeben. Ja, und das können wir erstmal bauen lassen. Ich glaube, da haben sie schon mal gut zu tun. Ja, jetzt ist so die Sache, die ganzen Fahrzeuge bleiben die ganze Zeit stehen. Dieses automatische Ersetzen ersetzt es nicht automatisch, ne? Also ich sehe zumindest nicht, dass er irgendwas macht. Das heißt, wir speichern jetzt einmal 25. Weil wir wissen, da hat er ja öfter Probleme mit gehabt. Und ersetzen das dann. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. So, wichtig wären jetzt die Fahrzeugabnutzung. 100%. So, wollen wir ersetzen? Warte mal. Ja, doch. Kann ja nur gegen gleichen Typen ersetzen. Eins. Und jetzt war immer das Problem, dass er zwei Fahrzeuge gekauft hat, nicht wahr? 44.000. Wie teuer bist du? 44.000. Okay. Das heißt, du würdest jetzt gerade rausfahren. Ich glaube, ich kann das wirklich nur eins nach dem anderen klicken. Kann das sein? So, jetzt würde der ersetzt werden. Und er hat neu gekauft, weil ich 89.000 gezahlt habe. Das heißt, jetzt müssten hier... Genau, da ist der neue... Neue Dingsi. Oh, wir gucken... Da ist er. Und würde schaufeln. So, jetzt sind die am ältesten 97%. 130.000? Wie teuer ist der bitte? 40. Ja, drei Stück. 120.000. Das kommt sogar hin. Mit den kleinen Summen sind wir bei 130.
frage mich trotzdem, warum ich das manuell klicken muss. Ich dachte, ich kann das automatisieren. Aber nun gut. Wir klicken nach und nach. Und wir haben ja gesagt, wir gehen auf 6 Millionen oder so runter, weil wir alles ersetzen müssen. Dann ist es halt so. Hier hat er irgendwie nichts gemacht. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Jetzt auch nicht. Okay, aber der hat sich selber hier hingebracht. Okay. Das funktioniert schon. Ersetzt er immer wieder den gleichen? Nein, oder? Es müssten zwei Busse hierher fahren. Einer. Naja, kaputtes Fahrzeug. Ist nur ein Bus hergefahren. Ein Gebäude brennt. Straßenladestation geht. Feuerwehr ist unterwegs. Das ist gut. Das müsste die hier sein, die losgefahren ist. Ah. Feuer gelöscht. Okay, Polizeiautos. Da sehe ich einen Wert, der runtergeht. 12. 11. 10. Das hat nicht mehr geklappt. Okay. Wahrscheinlich, weil ein liegen gebliebenes Fahrzeug dann immer im Weg ist oder so. Vielleicht kann er auch nur, wenn ein Fahrzeug über diese Schwelle kommt, es ersetzen, aber nicht, wenn es schon über der Schwelle ist. Das könnte natürlich auch sein. So, aber dann müsste hier eigentlich jetzt ein Polizeiauto zu viel drin sein. Weil ich ja einmal geklickt habe und nichts passiert ist. Aber bisher sieht's gut aus. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Da schon wieder nicht. Okay, ersetzen wir den Bus. Okay, hat er auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob er die wirklich ersetzt. Dann auf den Linien. Ich hoffe mal. Sonst haben wir gleich ein absolutes Chaos. Aber ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge.